Ostern-Vlog. Also, wie gesagt, auspfeifen, da waren wir beim Thema, ne? Und dabei sind Rüdiger! Deswegen ist er Abwehrspieler. Wow. Hättest du Dönersocke mitgebracht fürs Mikrofon, stark. Oh, 1-0. Bester Mann, Rainer Lann. Ja, Rainer. Alter, so stark. Christoph, Daumen auf, nach Corona einfach. Was ist denn los, Alter? Dritte. Boah, ich sag euch ehrlich, 5. Minute, ne? Deutschland in Führung. Ich habe das gar nicht mitbekommen, Bruder, ne? Das erste Mal, wo ich Livescore geguckt habe, stand 2-1 Türkei. Hätte ich gewusst, Deutschland, 5. Minute, ich hatte Angst, dass das so ein 6-7-0 wird, Digga, ne? Das ist immer ekelhaft, wenn man früh Gegentor kriegt. 1-0. Fahrrad! Fahrrad! Alle Fans mit Händen angemacht. Guckt euch an, wie schön das aus dem Ja, leider hat er das Tor nicht so gut aufgenommen, ja. Ja, boah, stark, Alter, stark. Ja! 1-1 ist das, ne? Ja klar, das Tor kam aus dem Nix, deswegen konnte er nicht so gut aufnehmen, ne? Einfach von hinten, Pass, Bub, was eine Annahme von Ferdi. Ich sag euch ehrlich, Ferdi ab jetzt 40 Millionen. Boah, wie geil die Farben. Schwarz, Rot, Gold, Digga. Haben wir richtig krass gemacht. Oh. Oh, Digga. Alter, das Tor war geisteskrank, Bruder. Yasin Ünal heißt der, ne? Yildiz Ünal oder so. Keine Ahnung. Irgendwas. Kenan Yildiz, Digga. Kenan Yildiz, Bruder. Noch nie in meinem Leben gehört. Gar nichts. Er ist Jugenddings. Juventus. Die haben endlich einen Stürmer, Bruder. Ein Çocuk-Stürmer auch noch. Wichtig. Der ist erstmal die nächsten 12 Jahre bei Türkei, Digga. Es war 1, ne? Pakistan. Achla Fahrrad, bester Mann, Digga. Kein Elfmeter, weiter, weiter. Oh. Das war auch ein sehr starkes Tor, da muss man echt zugeben. Deutschland macht das 2-2. Oh, dieser Schuss, Alter, war auch so nice. Was passiert denn mit Türkei? Jene Seitmann sind wir so gut. Oha, wie hoch ist er gesprungen? Oh, er war ganz gut Superman. Ach so, das hier, ne? Umstrittene Situation, viele sagen Skandal. Ich sage dir ganz ehrlich, ungewollt, okay, sage ich, gebe ich zu, ungewollt. Aber Achla Coach, ne? Unser Coach, ihr wisst. Und ihr wisst, ne, unser Coach, der hat uns das beigebracht. Bruder, er hat seine Körperfläche einfach verdoppelt. Ob du es bewusst oder unbewusst machst, was juckt mich das? Was ist das? Das ist doch, ob es eine natürliche Handbewegung ist oder nicht. Das ist einfach, du verhinderst dadurch die klare Flanke. Deswegen 100% Elfmeter. Natürlich unbewusst. Natürliche Handbewegung, gebe ich zu. War nicht extra, gebe ich zu. Aber Bruder, Janne, das rettet nicht davor, dass du eine 100%ige Flanke dadurch verhindert hast. Deswegen Elfmeter. Elfmeter! Elfmeter!
den Junge! Ja! Elfmeter! Elfmeter! Bitte! Was ein Spiel! Ja, Pakistan! Ja! Ja! Das Spiel ist aus! Türkei gewinnt gegen Deutschland mit 3:2! Geil, Alter, aber mir fehlt ein bisschen so Atmosphäre, ja? Haben die Türken gar keine Atmosphäre da gemacht gestern, Bruder? Zum Beispiel bei Anpfiff Güçlü oder so. Das fehlt mir ein bisschen. Meine Damen und Herren! Ich dachte, das ist ein bisschen mehr abgegangen gestern, ja? Dad, wir kommen zum Ende von die. Doch, Bruder, und wie? Ich guck mal kurz nur. Emre hat uns was geschickt. Einfach Emre mit Dings. Amela kommt mit Galaschala, Mann, herum, ja? Ja, ich sag dir ehrlich, viele sagen Wiska Barca und Eli Vlog gucken. Machen wir dann auch noch. Machen wir auch. Du musst Eli und Wiska schauen. Machen wir, Bruder. Aber jetzt ein bisschen Disrespect, das zu schauen, weil, Leute, ihr wisst, hier. Halt online. Ja. Das mussten wir auch ein bisschen kompensieren. Das sind einige Krankheiten. Deshalb, ich will jetzt, wir sind jetzt im Turnier, so weißt du, wir haben jetzt links, Eli zeigt das echt gut, Tawam, okay, wir gucken von Eli, aber jetzt nicht, wir machen das später. So, jetzt gehen wir rein in das Turnier, ich mache hier kurz alles aus. Ich mache schon mal Fortnite an, Bruder, damit ich auch drin bin. Schnell, guck mal seinen Arm an, Bruder. Ja, ich weiß. Sein Trizeps, ja, ich rede nicht vom Bizeps, sein Trizeps ist so groß wie mein Kopf. Gemacht, selbe Umfang, wie geht das? Ich hab back-to-back geschissen, Bruder. Ey, ich fang mit Fitness an. Chat. Ich schwöre, ich habe noch keinen so einen kaputten gesehen wie den. Der nimmt einfach Feuchttücher mit, lang. Bruder, egal wo. Der geht gestern. Feuchttücher, aber diese Baby-Feuchttücher, weil die sind ohne Alkohol.